Ja, da durch. Wo ist Chris jetzt eigentlich? Ist er hinter uns? Ach, du bist schon hier! Ist klar, Junge. Okay, er zeigt uns den Weg, das finde ich gut. Und rein. Ah, ich wollte doch gerade sagen, die haben doch den Dreizack-Kreuzschlüssel von dem anderen Schiff her. Genau. Ja. Und jetzt darf ich öffnen. Sehr geil. Ha! Cool, jetzt kommen wir in den Laborbereich. Sehr geil. Da gibt es ja bald ein bisschen Aufklärung hier. Leider konnte uns Raymond ja nicht erzählen, was los ist. Denn Jessica hat ihn erschossen. Was ich sehr, sehr, sehr schade finde, ja. Okay. Oh, die Musik hat aufgehört. Coole Umgebung. Aber was ganz anderes. Gefällt mir gerade total. Super Umgebung. Hier wäre ein Fahrstuhl. Erkennungssystem für Fingerabdrücke. Also den können wir also nur mit einem Fingerabdruckscanner irgendwie wahrscheinlich betätigen. Okay, das war irgendwie ein Versuchslabor hier. Da ist auch irgendwas kaputt gegangen. Also irgendwas ist wohl durch die Scheibe gesprungen. Lässt sich nicht öffnen. Dann gehen wir doch mal durchs Fenster. So. Da haben wir einen PC. Da ist auch wieder eine Truhe. Bevor ich an den Rechner gehe, will ich mal eben gucken, ob hier noch was ist. Ah, ich könnte ja auch mal hier. Stimmt ja. Wir haben ja unser Genesis Gedöns. Was ist das denn jetzt? Wieso? Hallo? Da. Ist das wieder auf der anderen Seite der Wand gewesen oder so? Das kann ich nehmen. Okay, noch was hier? Da. In der Schublade oder aus dem Schrank gefallen. Impulsgranate, das ist auch geil. Irgendwo ist hier noch was. Das möchte ich ganz gerne noch eben finden. Na komm, wo bist du denn? Hier nicht. Aber wahrscheinlich... Ah, ist wieder außerhalb. Na, da kommen wir ja gleich noch hin. Okay. Dann gehen wir jetzt mal an den PC und gucken, was hier los ist. Registriere Fingerabdruck. Fingerabdruckregistrierung fertig. Ja, das ist doch mal einfach. Dann können wir jetzt ja den Fahrstuhl benutzen, wie es aussieht. Also hier lag was in der Ecke. Habe ich das nicht gerade? Hä? Konntest du das nicht merken, oder wie? Da. Liegt das im Fahrstuhl, oder was? Mal gucken. Wenn es wichtig ist, finden wir es auf jeden Fall noch. Ah! Wow. Bitte betreten Sie den Sterilisationsraum einzeln. Machen wir. Oh, das ist ein... Oh! Illegales Zubehör aufgenommen. Das möchte ich gleich mal eben kurz ausprobieren. Da ist noch ein bisschen Muni. Was war das? Ach, da ist noch was zum Lesen. Was für ein Ding? Scarmiglione Entwicklungsdomain. Was ist das denn? Scarmiglione ist eine BOW, die die gut geeignete DNS eines Hais nutzt. Das Erbgut von Haien hat sich im Laufe der Zeit kaum verändert, da sie seit Millionen von Jahren als Jäger erfolgreich sind. Die Nutzung ihrer DNS macht diese BOW zu furchtlosen, aggressiven Bestien. Die Form und die Farbe eines Scarmiglione, ich muss das so italienisch aussprechen, erinnern an dessen Haivorfahren. Seine stacheligen Gliedmaßen an Lanzen. Wirbel sind charakteristisch für Knorpelfische. Sie entstehen, wenn Plastoidschuppen mutieren und sich mit verhärteten Muskelfasern verbinden. Dadurch können sich diese Kreaturen so schnell wie Landlebewesen fortbewegen und Gegner mühelos aufspießen. Erschwerend kommt hinzu, dass ihre Schuppen so widerstandsfähig wie gepanzerte Autos sind. Kein Vergleich zu den Schuppen normaler Haie. Gegner haben es entsprechend schwer, wenn sie frontal angreifen. Nein, 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 nein. Okay, ich dachte schon, ich bin jetzt eingesperrt. Ich wollte eben kurz zur Truhe und das Spezialzubehör ausprobieren. Dann geht es auch gleich weiter, keine Sorge. Ja, eben, deswegen. Feuer 1. Ach gut, konzentriertes Feuer. Was ist denn das?
Nehmen wir einfach mal hier. Weil die Streuung wird verhindert. Ja, ist das eigentlich gut? Nee, nicht für die Schrotflinte. Wir wollen doch gerade bei der Schrotflinte, wollen wir doch, da wollen wir doch Feuer haben. Also Streufeuer. Dann machen wir das doch hier. Da wäre es doch praktisch. Wenn da, ach, da darf ich es nicht nehmen. Und bei der Pistole? Darf ich es auch nicht nehmen. Ja, dann, ach komm. So. Weil normalerweise soll eine Schrotflinte doch streuen. Das ist doch der Sinn. Naja, gut. So haben wir vielleicht mehr Kugeln auf einen Punkt. Wenn ich denn vernünftig ziele, kann das auch hilfreich sein. So, wollen wir mal gucken. Wir haben hier einen Feuerlöscher. Wir könnten hier, das ist wahrscheinlich der Desinfizierungsraum. Und hier kann ich nicht rein. Ja gut, dann gehen wir da halt da rein, ne? Oder ist hier noch was zu finden? Ja, ist auch noch was zu finden. Was liegt denn da? Ein Objekt. Schrotgewehrmunition, das ist immer gut. Da ist ein Handabdruck. Oh, da hat mir jemand gesagt, wer war denn das nochmal? Ah, ich habe deinen Namen leider vergessen. Ich weiß, dass du hier gerade zuguckst. Dass du zuguckst, ja. Und du hattest mir, glaube ich, gesagt, dass diese Handabdrücke praktisch für so eine Art Bonusende sind. Also es gibt, glaube ich, was heißt, ja, es hat irgendwas mit Trophäen zu tun, hattest du, glaube ich, erzählt. Glaube ich zumindest. Also ist jetzt nichts von Bedeutung für die Geschichte, sage ich jetzt einfach mal so. Aber danke für den Tipp auf jeden Fall. So. Dann sieh zu. Chris, ach, Chris geht da durch, okay. Dekontaminiere. Bitte warten. Jetzt kommen Laserschranken und zerhacken uns, wie im ersten Film, oder was? Was zum? Wo bist du denn? Was? Was? Ich panik. Wo? Bei mir. Na, ha, ha, ha. Das ist ein Witz, ne? Das ist schön. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Geh weg, geh weg! Wieso ist meine Knarre leer oder was? Hallo? Boah! Ah, das ist ja offen. Ja, kommst du jetzt mal helfen? Dankeschön. Die möchte ich gerne umbringen. Hey, so langsam. Kann man den nicht umbringen? Doch, oder? Das gibt's doch nicht. Den muss man doch umbringen können. Komm her. Jawohl. Schon gut. Alles okay. Puh. Der hat's in sich. Geile Sache. Das war mal eine Gegnerart. So, den wir mal eben nachladen. Da bin ich irgendwie im Eifer des Gefechts nicht drauf gekommen. Was ist das? Pistolenmunition. Okay. Hätte ich vielleicht ein bisschen mehr benutzen sollen gerade. Okay. Oh, Fische. Fische. Okay. So. Hier ist aber nicht groß was. Da liegt noch was auf dem Tisch. Oh, eine Pistole. Okay, was ist mit der? Müssen wir gleich mal gucken, was die besser macht oder nicht, oder doch? So, dann versuchen wir mal weiterzugehen. Das geht auch. Fahrstuhl. So, wo wollen wir denn überhaupt hin? Ist die große Preisfrage. Wo können wir denn überall hin? Okay, wir dürfen gar nicht auswählen. Na, Chris, alles klar? Fuck! Das wollte ich gar nicht. Ich wollte den hier machen. Ich wollte dich doch nur abstechen. Da. Ah, ah. Da schmeiß ich mal eben eine Granate weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie lange fährt denn der Fahrstuhl? Krass. Hohoho.
Wozu diese Anlagen auf einem Kreuzfahrtschiff? Ganz einfach. Das ist die perfekte Tarnung. Du hast recht. Ich hoffe, wir finden heraus, was hier vorgeht. Ah. Sieht sehr unheimlich aus irgendwie. Hat was. Das hat auf jeden Fall was. Sehr, sehr cool. Jetzt kommt wieder eine Ladesequenz wahrscheinlich. Oh, ganzer Bildschirmwechsel. Der Virus muss irgendwo hier im Forschungsbereich sein. Also das ist das Geheimnis der Zenobia. Die züchten wahrscheinlich wieder irgendeine ultimative Waffe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Episode 8 ist damit beendet. Ja. Das war schon mal sehr interessant. 100% Präzision. Oh cool, da habe ich das Viech ja gut erledigt anscheinend. Naja. Dann wollen wir direkt in die nächste Episode starten, würde ich sagen. Wieso habe ich denn in der zweiten Teil 19%... Ach, das war diese Schießerei mit diesem komischen Seeungeheuer da. Ja, das hat mich ziemlich runtergerissen. Na gut, aber wir haben trotzdem insgesamt ein S bekommen, das ist doch schön. Ja, speichern wir ruhig mal eben eine Runde ab. Ich gehe da lieber auf Nummer sicher jetzt. Falls mal irgendwas passiert, wobei die PlayStation 3 ist mir, glaube ich, noch nie abgestürzt. Das hatte ich noch nicht das Problem. Obwohl ich die uralte habe, ne? Also die allererste. Und bisher hat sie mir aber Treudienste erwiesen, so... Gehen wir auf weiter. Und dann gucken wir mal, was jetzt passiert. In Episode 9. Bisher bei Resident Evil Revelations. Wir nähern uns der Queen Zenobia. Treffpunkt in der Schiffshalle. Alles über die Queen Zenobia und die Geheimnisse, die sie bewahrt. Geheimnisse? Jessica, warum hast du auf ihn geschossen? Raymond? Aber wieso? Warum spielst du auf der Seite von Ventrum? Was meinen Sie? Finde die Wahrheit über Terra Grigia. Also das ist das Geheimnis der Zenobia. Resident Evil Revelation. Episode 9. Kein Ausweg. Naja, dann wollen wir mal sehen. Was geht hier ab? Was ist hier eigentlich los auf diesem Schiff? Ach, Grinder und Quint. Was zum Teufel hast du getan? Ich habe gar nichts getan. Das war wieder eine sehr aussagekräftige Cutscene. Sag nicht, dass die Batterie leer ist. Oh, Mann. Das Positive ist, wir sehen bei dieser Verschwörung allmählich klarer. Wir müssen zum Flughafen zurück, und zwar sofort. Hey Mann, warte! Ja, er könnte uns ja auch mal dran teilhaben lassen, was hier los ist, ne? Ja. Niemand zu Hause. Sogar das andere Team ist abgehauen. Also, was machen wir denn eigentlich hier? Alles okay. Ich habe uns eine Hintertür offen gelassen. Ich kann uns mit jedem PDA reinbringen. Ja? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Wenn meine Theorie stimmt, ist die Wahrheit über Ventro noch nicht
spruchreif. Machst du Witze? Ich will voreilige Schlüsse vermeiden. Ich brauche mehr Infos. Also er ahnt irgendwas. Oh Gott, wie sie da schon posieren. Oh, das sind zwei Trottel vom Herrn. Aber passt ja irgendwie. Ja. Vielleicht fühle ich mich hier wohler. Zumindest okay, sind wir... finden wir diesen Computer. Ja. Hier zumindest... drüben haben wir noch nicht gesucht. Ja. Ich hoffe nur, er hat eine starke CPU. Das ja. wäre klasse. Ja. Zumindest spielen wir Grindr und nicht Quint. Das ist schon mal vom Vorteil. Ich glaube nicht, dass ich hier noch was finde. Wir sind ja schon mal hier drin gewesen. Und da wir ja alles durchsucht haben, ist hier, glaube ich, nichts Neues. Nö, sieht nicht so aus. Okay. Gut, dann wollen wir mal gucken.